Und ihre Freundin Dr. Doris Simone setzt sich auch sehr stark für unsere Ilona ein und wir hoffen, ihr lasst endlich Gnade walten. Ja, ich bettel um Gnade bei der Taufkirchner Klinik, weil dort sind auch noch andere Frauen, mit denen ich befreundet bin inzwischen, nämlich die Christina Meyer, der vorgeworfen wird, sie hätte ein Borderline-Syndrom. Sie ist ja schon krankheitseinsichtig gewesen vor vielen Jahren. Aber jetzt neulich hat sie, die Christina Meyer, sich so gefreut, dass sie mich an der Strippe hatte. Und ich habe mich gefreut, dass ich sie an der Strippe hatte, denn ich wollte Ilona sprechen. Und da war die Christina Meyer, hat das Telefon abgenommen auf der Station. Und da haben wir uns miteinander bekannt gemacht und Christina hat mir erzählt, dass sie eine gläubige Buddhistin ist, eine erleuchtete Buddhistin. Und ich habe auch sehr viele Freunde, die Buddhisten sind. Und wir sind auch gerade dabei, beim Council of World Elders findet ein Kongress statt Ende September in Bad Homburg, wo ich als ein Global Advisor im Council of World Elders dort auch sprechen werde. Ich werde dort einen Friedensfederpreis verliehen bekommen und werde natürlich dort in meiner Rede auch mein Ehrenamt als der Schirmfrauschaft der Pat Fafü und unsere Forderungen zum Thema machen. Unsere Forderungen nach der Einhaltung der Menschenrechte und unsere Forderungen nach Beendigung der Foltermethoden in der Psychiatrie, wie schon gefordert von dem Juan Mendez, dass Foltermethoden ab sofort illegal sind und jegliche Länder, die diese Methoden noch praktizieren, aufgerufen werden, die sofort einzustellen, die Gesetze dazu abzuschaffen. Und ich wollte jetzt ganz kurz nur noch ankündigen, wir wollen heute Abend doch unser Plenum haben. Wir haben letztes Mal noch nicht gewusst, ob die Versammlung so viel Kraft kostet, dass wir abends kein Plenum machen. Also wer zum Plenum kommen will, heute Abend ab 19.30 Uhr im Haus der Demokratie. Und ansonsten vielen, vielen herzlichen Dank nochmal, Nina, dass du gekommen bist. My pleasure. Ich möchte nur noch ganz schnell die Zeit nutzen, weil wir sind auf Livestream und ich bedanke mich ganz, ganz doll bei Castor TV und im Berliner Livestream-Team mit Maultrommler und seine Gang. Ihr seid so super und neulich wart ihr auch im Büchel. Vielen Dank für euren Aktivismus. Es ist großartig, euer Ehrenamt. Es lebe hoch, höher am höchsten. Castor TV forever. Yay! Und wir sind mitten im Wahlkampf. Ja, Wahlkampf nenne ich das, weil ich kriege immer Wahlkampf. Und ich hoffe so sehr, dass unser Bär Steinbrück von der SPD sich noch einmal ganz, ganz klar und deutlich äußert zu der Situation, die wir im Moment noch haben mit den Strafparagraphen 63, 64. Ich hoffe sehr, weil ich bin nämlich ein großer Fan, Freund von dem Walter Steinmeier. Ich habe ihm sogar mal hinterher geschrien, Steinmeier vor Kanzler! Aber das hat ich leider nicht erreicht, es ist Steinbrück geworden. Aber auch dem wünsche ich viel Glück. Wie bitte, Herr Merkel? Ja, naja, gut, okay. Gott segne euch alle. Bitte, bitte haltet die Menschenrechte ein in unserem wunderschönen Deutschland und behandelt die Menschen menschlich. Es muss sich etwas ändern in unseren Beziehungen miteinander, in der Art und Weise, wie wir mit Menschenleben umgehen, mit Menschen, denen vor Gericht eine Schuldunfähigkeit zugesprochen, angehängt wird. Das bedeutet ja, wir sind Menschen zweier Klassen. Ein Mensch ist schuldfähig, der wird dann rechtmäßig verurteilt zu einer Gefängnisstrafe und ein anderer Mensch hat Pech, hat Unglück, wird mit Paragraph 63 oder 64 willkürlich dazu verurteilt, unmündig
wird entrechtet, hat keine Rechte mehr. Ich darf auch kein Bundeskanzler mehr haben. Mein Klausi Mausi. Und bitte zwingt die Menschen in Psychiatrie nicht. Ja, völlig recht, ja, passiert. Klausi hat immer recht. Er ist sehr wütend, aber das ist eine gesunde Wut. Denn er wurde gefoltert, er ist ein Folteropfer der Psychiatrie. Und ich möchte noch mal hier in die Runde unseren Dr. Dietrich Koch auch ganz herzlich grüßen. Das ist ja ein staatlich anerkanntes politisches Missbrauchsopfer der Psychiatrie der DDR gewesen. Und der Dr. Dietrich Koch hat sich ja neulich bei unserer ersten Gustl-Mollat-Mahnwache für den Gustl solidarisch gezeigt und hat eine wunderbare Rede gehalten. Ich möchte euch noch mal darauf hinweisen, geht das bei mir googeln oder bei Castor TV. Unsere erste Gustl-Mollat-Mahnwache ist ja noch im Netz jederzeit abrufbar. Da könnt ihr den Dr. Dietrich Koch noch mal hören. Er wurde nämlich mit Neuroleptika, das ist ein Psychopharmaka, das ist eine Folterdroge, der wurde damit jahrelang zwangsgespritzt. Und Neuroleptika-Opfer haben Nachfolgeschäden. Die sind geschädigt fürs Leben. Neuroleptika ist ein ganz gemeines Gift und es ist wie eine chemische Zwangsjacke. Und es ist sehr schwer, auch von diesen Drogen runterzukommen, also die abzusetzen. Und der Gustl Mollat, mit dem habe ich übrigens auch telefoniert, wo er noch in Bayreuth in der Forensik eingesperrt war. Und da hat er uns darauf hingewiesen, dass es ein Handbuch der Psychiater gibt, wo die ganzen sogenannten Krankheiten aufgelistet sind, die in der Psychiatrie Menschen, also quasi diagnostiziert werden können. Und die erfinden immer neue Krankheiten, immer neue Bezeichnungen für seelische Zustände, die dann als krank eingestuft werden, für die dann eine ganz giftige Droge verschrieben wird, die den Menschen, die den Menschen nicht heilt und gesund macht, sondern die den Menschen abtötet, die nicht nur seine physische Gesundheit zerstört und die Leukozyten angreift, wie zum Beispiel im Fall von dem atypischen Neuroleptikum lebenden Sabine Haubner zwangsverschrieben bekommen hat. Die muss das lebenslänglich nehmen. Und die muss übrigens, Sabine Haubner, auch eine Patientin in Taufkirchen, mit der ich befreundet bin, die mir ihr Märtyrium auch am Telefon erzählt hat, das findet ihr auch auf Niederhagen Intervision Livestream-Kanal, die muss jetzt jahrzehntelang schon dieses Lepolix nehmen und davon unter der Einwirkung dieser Droge muss sie aber täglich arbeiten. Sie muss eine für sie sehr schwere Arbeit machen. Sie muss irgendwelche Sachen verpacken. Und sie sagt, durch diese Nebenwirkungen der Droge kann sie sich auf die Arbeit überhaupt nicht konzentrieren. Da kommt dann noch erschwerend die Tatsache hinzu, dass die Sabine Haubner als Leibeigene und Sklavin auch noch ausgenutzt und ausgebeutet wird. Die wird gezwungen, Lepolix zu nehmen, obwohl sie das nicht möchte, und wird gezwungen zu arbeiten jeden Tag, obwohl sie da ganz große Schwierigkeiten hat, unter der Einwirkung dieser schrecklichen Droge überhaupt funktionieren zu können und arbeiten zu können. Ihr wird immer schwindelig davon, die kann sich nicht auf die Arbeit konzentrieren. Das ist doch ganz furchtbare, menschenrechtsverletzende Ausbeutung. So geht man doch mit Menschen, mit kranken oder behinderten Menschen nicht um, die in den Psychiatrien sind. Das müsst ihr euch mal reinziehen. Die müssen da tagsüber arbeiten, wenn sie in einer gewissen Behandlungsstufe schon angelangt sind. Übersetzt gesagt, wenn sie schon gestanden haben, denn das Ziel der Ärzte ist ja ein Krankheitsgeständnis, dass der Mensch, der verurteilt worden ist, Paragraph 63, der muss dann irgendwann gestehen, dass
er auch wirklich krank ist? Ja, das geht ja nur absurd. Das gibt es dann auch nach Psychiaterdeutsch die vorgetäuschte Krankheitseinsicht. Also es ist die reine Willkür sowieso. Es gibt die vorgetäuschte Krankheitseinsicht, es gibt die gute Fassade. Man tut nur so, als ob man normal wäre. Nina, du tust immer nur so, als ob du normal wärst. Tatsächlich wissen wir doch alle ganz genau, dass du total verrückt bist. Ja, aber unsere wunderbare Astrid Lindgren hat gesagt, sei wild, sei frech, sei so frei, sei verrückt. Ja, das ist das Schönste, was es gibt. Leben, ja. Danke, Astrid Lindgren. Also, danke fürs Kommen. Hey, Langstrumpf, genau. Also, vielen Dank fürs Kommen. Wir haben viele Fotos gemacht. Wahrscheinlich gibt es einen Livestream, wo wir alle dann angucken können. Und wir werden natürlich die Fotos, also wenn jemand da absolut nicht auf dem Foto erscheinen will, dann soll er sich bitte jetzt sofort bei mir melden, damit wir dann pixeln können. Aber ansonsten werden die Fotos natürlich veröffentlicht, weil wir das natürlich bekannt machen wollen, dass wir hier diese Demonstration haben. Und vorwärts und nicht vergessen, worin unsere Stärke besteht. Beim Hungern und beim Essen, vorwärts und nie vergessen, die Solidarität. Oh, und am 14.15. sind wir im Berliner Ensemble, jetzt in ein paar Tagen. Und da singen wir Brecht und wir feiern Brecht in echt. Und das Thema Zwangspsychiatrie ist eins unserer Hauptthemen. Unsere Freunde vom Kontergan-Netzwerk kommen wieder mit dem weltbesten Leierkastenmann. Meine Mutter Eva Maria Hagen und die wunderbare Sängerin Marie Biermann kommen aus dem fernen Hamburg zu uns nach Berlin, ins Berliner Ensemble. Und wir werden, wie gesagt, da auch nochmal für die Rechte der Menschen in den Psychiatrien das zum Thema machen und über unsere PadFaFü auch nochmal aufklären. Unsere www.padfaFü.de ist nämlich die zurzeit noch einzige rechtswirksame Schutzmaßnahme gegen psychiatrischen Zwang. Und ich, Nina Hagen, bin die Schirmfrau dieser wunderbaren Initiative www.padfaFü.de und bitte macht euch schlau, informiert euch, besorgt euch alle eine PadFaFü. So lange, bis diese Sondergesetze noch existieren, brauchen wir die PadFaFü. Und wenn dann diese Gesetze nicht mehr existieren und die Psychiatrie reformiert ist und wieder gewaltfrei ist, ja, gewaltfrei ist, und wenn hier in unserem wunderschönen Deutschland keiner mehr Angst vor psychiatrischem Zwang und vor psychopharmakologischem Zwang haben muss, dann haben wir es geschafft heute. Ich wünsche euch einen guten, wie sagt man, das Kreuz an der richtigen Stelle zu machen. Und ich hoffe noch auf meine Freunde von der SPD, dass ich mal hier ganz klar und deutlich nochmal Stellung nehme. Herr Steinbrück, wir brauchen Ihre Klarheit, Ihre Deutlichkeit. Bitte antworten Sie doch nochmal ganz deutlich auf unsere Wahlprüfsteine. Ja? Sonst schicken wir Ihnen Herrn Steinmeier hin. Also hier nochmal eine Bitte, nochmal alle, die da sind und die bereit sind, auf dem Foto sich auch erscheinen, nochmal hier hinstellen, damit wir ein möglichst großes Bild hier kriegen. Alle herkommen, bitte, alle herkommen, alle herkommen, alle herkommen, nochmal fürs große Gruppenbild. Alle herkommen, bitte, alle herkommen. Alle herkommen, alle herkommen, die bereit sind hier. Und auch weg. Weg mit Paragraph 63, erst illegal so sich zu zeigen, Gesicht zeigen. Ja, hier, Schild nach vorne bitte, ja, so, die Fotografen, die Kamera. Ja, super. Das ist ja perfekt. Darum kann gute Sache noch nicht für uns bereinigt sein. Vorwärts und nie vergessen,
worin unsere Stärke besteht. Roman, beim Hungern und beim Essen vorwärts und nie vergessen, die Solidarität. Fertig? Okay, fertig, danke. Okay, danke. Also, wir ja, hallöchen. Ja, wir sind jetzt hier noch lange nicht am Ende, aber leider schon am Ende des Streams hier bei Stream Beam for Global Change Support bei Kassel TV. Ja, informiert euch, seid informiert. Wir senden wieder spätestens am Samstag dann von der großen Demonstration für ein bedingungsloses Grundeinkommen. Also bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen und den Support. Ciao. Yay, auf Wiedersehen. Abgeschaltet, ja? Ja, jetzt schaltet ab. Okay. Jetzt schaltet ab. Ja, ich bin...